Ja, also es war so, es war zwischen 3 und 4 Uhr nachts, wir waren tief am Schlafen. Auf einmal hat es bei uns angeklingelt, also richtig ganz normal die Türklingel. Und meine Freundin weckte mich dann und sagte, ich sollte mal an die Tür gehen. Bin an die Tür gegangen, hab die Tür aufgemacht und habe schon gemerkt, dass es da eine Menge Trubel im Hausflur gab. Und dann habe ich nur Geschreie gehört, es brennt, es brennt, es brennt. Und daraufhin bin ich mit meiner Frau ins Schlafzimmer gegangen und habe gesagt, wir müssen die Kinder anziehen, müssen schnell runter, es brennt. Ne? Und dann haben wir den Kindern noch aus dem Pyjama haben wir angelassen, wir haben den ein paar warme Kleidung, Jacke, alles übergezogen. Und dann habe ich denen noch gesagt, wir gehen jetzt ruhig runter, ist alles gut, es brennt, aber das ist nicht hier auf der Etage. Dem versucht ein bisschen zu beruhigen. Und wir sind ganz ruhig zusammen runtergegangen und wurden dann draußen von der Feuerwehr, also im Treppenhaus kam uns die Feuerwehr schon entgegen. Und als wir unten waren, wurden wir dann von den Sicherheitskräften an die Seite geleitet, dass wir weg von dem Haus kommen, die Rettungswege freimachen. Und da haben wir dann gestanden und erstmal zugeguckt, wie es da brennt. Und als es dann länger gedauert hat und kühler wurde, sind wir zusammen ins Auto gegangen, haben die Standheizung angemacht und haben erstmal im Auto gesessen und gewartet. Also die Betreuung über den Tag durch das Deutsche Rote Kreuz habe ich als sehr gut empfunden. Wir wurden sehr gut aufgenommen. Wir wurden immer auf dem Laufenden gehalten über die aktuelle Lage, haben hier Essen bekommen, jederzeit trinken, uns wurden Schlafplätze angeboten. Also rundum eine gute Betreuung. Also ich kann mich nicht beschweren, war echt gut. Mittagessen haben wir auch gerade noch bekommen und ja, dann wurde uns gerade das Signal gegeben, dass wir wieder rein dürfen und dass nochmal der Elektriker alles überprüft und